Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, heute ja ganz, ganz stark aus dem Rathaus 9er Bereich. Also mal richtig viel Rathaus 9, Rathaus 10 Action und natürlich auch so ein bisschen Rathaus 11 Action. Denn wer die Folgen hier schon so ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass der Clan, in dem ich mich hier befinde, sind disabled, kaum 12er hat. Ich glaube, wir haben einen 12er. Ich glaube, das ist ein Spenden-Account oder vielleicht haben wir zwei, weiß ich gar nicht genau. Aber die Masse ist hier Rathaus 9, Rathaus 10 und ein paar Rathaus 11er, aber der große Rahmen ist immer noch Rathaus 9. Und wir sehen hier den Mini-Teddy auf die Nummer 22 auf Beast and Feast 6. Das ist noch ein ganz normaler Name. Ihr habt es ja im Bildchen gesehen. One Man Army. Also dieser Clan hier, der Clan Spartan Warrior aus den Staaten, ist ein sogenannter, ja, so eine One-Man-Army oder so ein One-Man-Clan. Also ein Account bespielt hier alle anderen Accounts. So hatten wir das Gefühl und ich glaube, so war es auch. Denn der Kollege hier, wir können ihn ruhig mal so nennen, hat, ich glaube, binnen zwei Stunden oder so, hat er hier alle Angriffe rausgehauen. Was nur geht, das ging wirklich bam, 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 bam. Ein Angriff nach dem nächsten. Also der hatte sicherlich mit vielen Accounts vorgebaut und hat dann einfach die Angriffe rausgehauen, so wie es kam. Der Vorteil des Clans, das kam noch dazu, in allen Rathausstufen überlegen. Das heißt also immer mehr Neuner, immer mehr Zehner, immer mehr Elfer und das Dusselige war auch noch, er hatte auch noch einen Zwölfer oben. Und der konnte auch nicht mal schlecht angreifen, muss man sagen. Also ein Max-Out-Zwölfer. Er ist natürlich ein bisschen fatal, aber wir sehen jetzt gleich anhand der Namen, dass es hier auch so ein bisschen anders zuging. Das sehen wir nämlich hier schon bei dem Angriff von mir auf diese Base hier. Hier war jetzt schon eine Attacke drauf. Das heißt also, das war jetzt kein Fresh-Hit hier auf diese Base. Ich habe ganz, ganz bewusst einfach mal auf den Sprung verzichtet. Denn ja, da in der Mitte, da ist jetzt nicht so wirklich was, wo sich so Golems dran aufhalten, beziehungsweise wo die dann hinspringen würden. Also habe ich die einfach hier ins kalte Wasser so ein bisschen geworfen, um der Queen ein wenig entgegenzukommen, um hier so ein bisschen schon mal mit dem Killsquad etwas zu reißen. Mit Masse hatte der Kollege hier auch Lava-Hunde in der Clanburg. Die stören dann natürlich solche Truppen hier nicht wirklich. Das Doofe ist, die Queen wird abgelenkt, die Magier werden abgelenkt und dann ploppt der leider auch auf. Das ist manchmal ist ein bisschen doof, aber ich habe hier einfach mal einen Packer mit reingenommen und ihr seht das hier. Boah, der hält eigentlich schon mal ganz gut und jetzt komme ich von der Seite. Jetzt muss es wieder ein bisschen größer machen, dass man es ein bisschen im Gesamten sieht. Also unten ist immer noch mein Killsquad unterwegs und hier oben jetzt mit den Hocks rein. Denn hier stand ja auch eine ganz, ganze Masse Verteidigung einfach außen. Das heißt, meine Hocks haben gar nicht so viel Beschuss bekommen. Ich hätte fast gesagt, warum habe ich die da eigentlich geheilt? Da war ja gar nichts. Gut, jetzt am Bombenturm mit dem King natürlich, da kriegen die jetzt den ersten Beschuss. Und die haben ja auch noch ein bisschen was zu machen. Gehen jetzt leider oder ganz gut nach außen. Aber ihr seht, dass hier hinten wartet noch eine Tesla-Farm. Das wusste ich aber. Und ich wusste auch, dass davor noch ein Bömmchen lauert. Also auch der Kollege hier hatte ganz, ganz komische Bases teilweise. Also habe ich echt schon länger nicht mehr gesehen. So eine Designs. Und die waren teilweise sehr, sehr knackig, aber teilweise waren sie dann auch einfach. Ich meine, im zweiten Angriff tut man sich immer ein bisschen einfacher. Und ihr seht das, die Päcker-Dame ist auch immer noch am Leben. Also war eine gute Wahl, hier einfach mal einen Päcker mit reinzunehmen, der hier ein bisschen das Feuer auf sich zieht, ein bisschen Trouble macht. Helden habe ich jetzt keinen mehr. Ah doch, ich habe noch eine Heldin, aber die ist damit beschäftigt, Mauern zu kloppen. Die kommt hier nicht mehr weiter, also die ist dann auch nicht mehr wirklich hilfreich. Das erledigen hier oben jetzt der Päcker, die Päcker-Dame und die Magier plus Bowler, die auch noch leben. Also von meinen 5 Bowlern haben auch 2 Stück diesen Kampf überlebt, weil sie schön rumgegangen sind und haben hier immer schön das Feuer auf sich gezogen. Also passte das. Aber ihr seht das schon, hier heißt der Kollege schon mal Army Hashtag 9. Und so zog sich das hier bis oben hin in diesen komischen Clan nach. Und hier haben wir jetzt den 12. Army Hashtag 1. Also das ist scheinbar sein erster Account hier. Auch das Dorf, ein bisschen komisch. Ich habe hier Zeitfehl drauf gehabt, leider. Ach nee, ich habe die gar nicht angegriffen. Aber so eine Base hier, die kannst du auch mit Drachen machen. Da waren wir auch erst fürchterlich am Überlegen, denn mit 2 Blitzen, beziehungsweise 4 Blitzen, 2 Luftabwehren wegmachen und dann noch vielleicht noch 2 hier unten mit dem Queen Walk
Ein King mit ein, zwei Magiern oder so reicht eigentlich schon. Und dann von hier oben mit der Masse mit Drachen reinkommen. Da kann ruhig die Queen hier unten rumtänzeln. Das macht gar nichts. Aber er hat hier Hawks bemüht und ist allerdings schon Dip. Also auch wir konnten natürlich oder mussten so ein bisschen dippen hier. Denn unsere Neuner haben nicht alle Neuner Bases geschafft. Das war einfach so. Dafür hatten die dann ein bisschen viel. Und deswegen mussten wir auch den einen oder anderen Dip mal hinlegen. Der Gegner allerdings hat richtig, richtig gedippt ohne Ende. Der hat da gar nichts anbrennen lassen. Da haben die Zehner wirklich unsere Neuner oben weggeballert wie nix. Und da hat er es erst gar nicht drauf ankommen lassen, dass das irgendwo mal ein Einsterner wurde. Und er womöglich mit dem Neuner nochmal nachfassen musste oder so. Sondern hat direkt unsere Rathaus Neuner mit seinem Rathaus 10 gemacht. Kann man so machen. Hier ist ein bisschen unglücklich, dass sich hier jetzt gerade die Hocks ein wenig teilen, aber ich meine, 6er Hox hier jetzt in der Base ist auch schon netter, hat eine 9er Base auch nicht so wirklich Chancen zu verteidigen. Da musste dann schon ein nicht so guter Angreifer sein. Ich meine, okay, da außen wird jetzt leider der King geheilt, aber die Queen hat hier keinen Beschuss, die sorgt jetzt schon für Cleanup. Und selbst der Golem hier kann jetzt gleich schon beim Cleanup helfen. War ein Max Golem in der Clanburg, finde ich auch ganz gut, dass hier mal nicht Bowler benutzt wurden, sondern er einfach mal noch ein Maxed Golem hier mit reinbringt in die Partie hier. Der hat ja auch sehr, sehr gut getankt hier. Hat auf jeden Fall gereicht und jetzt kann er hier die Bauhütten machen und alles andere hier. Also ganz gut, 240 Truppen hat der Lacker Number 7, glaube ich schon. Und dann geht es hier jetzt nur ums Cleanup, ein paar Bomben noch außen. Aber ihr seht da schon ganz komische Designs teilweise für diese Rathaus 9er Bases. Und wir sind immer noch im 9er Bereich und sind schon bei der Nummer 12. Also es ist spannend. Und wir haben auch einen kleinen Izo bei uns im Clan. Also der kleine Izo vom Clan disabled hier auf die Nummer 10. Auf den, Army of Two. Und mal sehen, das ist jetzt wieder Rathaus 9 auf Rathaus 9. Ja, der Izo ist ein Max Rathaus 9er, der jetzt auch nicht auf Rathaus 10 geht. Also so auch wie meine Wenigkeit. Wir haben hier sehr, sehr viele Accounts, die wirklich 30er Heldenpärchen haben und einfach nicht mit dem Account hochgehen, weil sie halt Spaß dran haben, genau wie ich auch, am Rathaus 9 spielen. Und die haben auch relativ viele Sterne, meine Rathaus 9er, die hier auch alle hier die CK-Sterne gesammelt haben beim Clan, sind disabled. Und nach unserer Übernahme, nach der feindlichen Übernahme, die wir im Dezember hatten, also zweiten Weihnachtsfeiertag, haben wir uns auch ganz, ganz, ganz gut wieder berappelt. Liga war jetzt nicht ganz so gut. Das ist, also Liga, kann ich euch sagen, mit 11, 10 und 9 ist hier sehr, sehr schwer für uns. Hier spielen, glaube ich, auch nur noch 11er und 10er in der Liga. Wir 9er gehen in den Zweitclan rein und spielen dort die Liga. Und das ist auch schon sehr, sehr schwer, denn mit Max Rathaus 9ern bekommst du sehr, sehr häufig 10er oder halt nicht so gute 11er auch mal als Gegner. Das ist dann halt so, wenn du irgendwo Maxed Out bist und der Gegner ist nicht ganz so gut, aber er ist halt ein 10er. Hat den kleinen Vorteil, nur als Beispiel genannt, ein Zauber mehr, 240 Truppen und vielleicht gar nicht mal so der pralle Angreifer. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so im Rathaus 10er und 11er Bereich wird das immer irgendwie was, vor allen Dingen, wenn die Kollegen dippen müssen. Aber Izu macht das hier sehr, sehr schön mit dem Queen Charge. Also Queen Charge heißt immer, Queen geht rein. Queen Walk heißt immer, Queen geht rum. Nur mal so, wer das noch nie gehört hat oder wer da nie was mit anfangen kann. Schade, die Mauerbrille hat es ja jetzt zerrissen. Ich glaube, jetzt wird aus dem Queen Charge doch ein Queen Walk. Mal sehen, wo die Queen jetzt noch hingeht. Aber er hat jetzt schon richtig viel geschafft. 51% schon. Okay, jetzt wird es doch wieder ein Queen Walk. 51% schon nur mit der Queen hier geholt und mit so ein bisschen Killsquad, also Babydrache, einfach nur so ein bisschen zum Funneln. Jetzt hat er noch Loons und ein paar Lava-Hunde hier. Ein Lava-Hund kommt jetzt noch von außen mit dazu. Es geht erstmal gegen den Feger. Manchmal ist es auch nicht ganz so schlimm. Denn solange wie die Hunde hier wirklich alles auf sich ziehen, das heißt also den ganz gesamten Schaden, das sind ja die Lufttanks hier, die Lava-Hunde, dann ist das nicht so schlimm. Dann musst du halt mal gegen den Feger. Ich meine, die Queen sollte sicherlich jetzt ein bisschen weiter reingehen, um hier die Masse zu schaffen. Aber ich hätte jetzt fast gesagt, da ist nicht ein einziger Luftballon kaputt gegangen. Also super Ding hier. Lava-Hund auch noch am Leben. Saubere Sache von Izo hier. Der kann es halt, ne? Auch im Rathaus 9 Bereich. 7 auf die Nummer 5. Der Danny auf Duff Daddy. Okay, jetzt sind wir schon im Rathaus 10 Bereich. Also ihr seht, wir gehen immer so ein bisschen höher. Ich hoffe, das passt euch immer noch. Dann ist so ein bisschen was, nicht ganz für jeden was dabei. Rathaus 8 haben wir hier.
Ich glaube, wir haben noch Rathaus 8 drin, aber mit in die Clankriege gehen die hier leider auch nicht. Das passt dann vom Matchmaking her für uns unten in der Regel gar nicht. Und deswegen 9, 10, 11, das ist hier so das Gängige. Und wir sind hier jetzt im Rathaus 10 Bereich, also 10 auf 10. Und ich würde sagen, der Kollege hier ist auch Max 10. Ist mir auch manchmal ein Rätsel, wie das Clans, so One-Man-Army-Clans schaffen, so viele Accounts dann auch so gut hochzuspielen. Denn die Bases waren in der Regel ganz, ganz, ganz gut bei der One-Man-Army hier. Allerdings waren die Helden dann eher low. Ja, habt das, glaube ich, jetzt auch eben so ein bisschen gesehen, wer es ein bisschen beobachtet hat. Die Helden waren dann alle so 10, 11, 12, 13, aber so richtig hoch im Rathaus 9 Bereich waren die dann nicht. Aber die Bases waren halt maxed. Und wenn du dann ein guter Angreifer bist, schaffst du die Bases in der Regel, wenn als Verteidigung dort auch ein 30er King und ein 30er Queen steht, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, denn die haben ein bisschen mehr Heal Points, können natürlich auch ein bisschen mehr verteidigen. Aber schön gemacht hier mit Bola, Hexen, Riesenkombination. Also ein Teil geht raus, ein Teil geht rein. So willst du es eigentlich immer so ein bisschen haben. Ich meine, optimalerweise ist alles drin, aber manchmal sage ich auch sehr, sehr häufig, ist das gar nicht so schlimm, wenn die einfach mal rumgehen, um hier einfach außen auch so ein bisschen zu klären. Damit halten sie dann wenigstens die Truppen hier intern in der Base drin. Nicht, dass die auch noch nach außen wollen. Also cooles Ding hier und auch guter Zaubersetzung hier nochmal. Auch wenn das jetzt nur drei Bowler waren hier unten. Das habt ihr vielleicht gerade gesehen. Die haben richtig was gerissen. Ah, da war noch so ein Mini-Golem bei. Okay, da war noch ein Mini-Golem bei. Der hat es jetzt auch gerade gerissen. Habt ihr vielleicht gesehen. Denn wenn der kaputt geht, der Golem, für die ein bisschen kleinere Rathäuser haben und den Golem noch nicht haben, wenn der Golem sich teilt, das heißt also der Golem geht kaputt, dann kommen zwei kleine Golems raus, nicht zwei, vier, sondern zwei kleine Golems raus und wenn die dann jeweils immer zerplatzen, dann machen die nochmal so einen kleinen Flächenschaden und so ging jetzt nämlich gerade die Verteidigung hier weg und hier oben ist noch ein Bowler an Heilung. Wunderbar, Rathaus 10 auf Rathaus 10, unheimlich spannende Sache, mal sehen, ob wir jetzt schon in den 11er Bereich kommen oder ob wir noch im 10er Bereich bleiben. Oh ne, wir sind jetzt schon im 11er Bereich, also 11 auf 11 hier, der Disabled Justin gegen wen auch sonst, gegen Army. Ja, das ist einfach Army ohne Hashtag, ohne alles. Also die One-Man-Army hier, ich wollte das auch unbedingt für euch festhalten. Ich habe euch das ja gestern versprochen, dass es mal wieder was so ganz, ganz Komisches gab. Und es war wirklich ungeheuerlich, gerade die Angriffe von ihm. Ich war dann auch online, so eine gute Stunde oder so. Ich habe dann auch meine Angriffe so ein bisschen geplant und auch durchgeführt und auch gemacht. Und da sah, also wirklich, es war die ganze Zeit Geballer von dem Kollegen hier. Eine Base nach der nächsten. Und ich meine, du guckst dann erstmal schlau. Eieiei, der macht dann auch einen Dreier nach dem nächsten. Auch das war nicht gut für unser Gemüt, muss man sagen. Mal sehen, ob vom Disabled Justin hier jetzt die Queen mit ihrem Gefolgsmann dem Warden hier reingeht. Richtig schön ist erstmal, dass der Adler auf den Päcker ballert. Also den Päcker, die Päcker-Dame ballert. Und damit ist erstmal jetzt die Queen nicht im Beschuss. Die hat jetzt einen Single Inferno vor sich. Der ist jetzt aber weg. Sauber gemacht hier. Und die unbequeme Kombi hier mit dem Eisgolem und dem Babydrachen, das ist unbequem, kann ich euch sagen. Die Queen kriegt allerdings gar nicht mal so viel Beschuss. Sie wird ja jetzt gerade mal so eingefroren. Kriegt jetzt gar nicht mal so viel Beschuss. Die Heiler schaffen es immer noch, die Queen hier hoch zu heilen. Und hier unten geht's mit den Hawkrider. Nee, hier, oh, entschuldige gar nicht Hawkrider. Oh, das ist ja ein richtiger Misch hier. Alter, ist das geil. Eieiei, ist das cool. Und der Wallwrecker, den hat er. Ah, ne, er hat keinen Wallwrecker dabei. Er hat den Felsenswämmer dabei. Ah, super gesetzt hier. Bodenkampf mit Luft integriert, also mit dem Ballon hier. Finde ich richtig gut. Hat noch drei Hocksets hier fürs letzte Backend. Also auch das meiner Hocks. Und der Loon hier, also richtig krasse Geschichte. Und schön gemacht hier jetzt nochmal der Heil. Ich weiß jetzt, ich sehe den jetzt das erste Mal. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Waren da jetzt Hawks gerade drin? Nein, da waren Valkyren drin. Oh, da waren Valkyren drin. Geil. Okay, sauber gemacht hier. Hier sind jetzt auch noch die Hawks im Spiel. Aber mit den Minern hier, also hier kam jetzt gerade von allen Seiten, kamen jetzt die Truppen. Und die Defense muss sich immer drehen, muss sich immer wenden. Ein Schuss da, ein Schuss da. Ah, richtig, richtig krass gemacht hier. Super Sache. 2 auf 3. Also, wir kommen zum, ich glaube, wir kommen jetzt mal zum finalen Kampf. Denn der war nochmal, boah, das war Zitterpartie live.
Und die Zitterpartie hat uns hier der liebe Pfiff gegönnt. Piff gegönnt. Ist, glaube ich, auch bei mir Zuschauer. Sind sowieso ganz, ganz nette Leute hier im Clan. Egal, wie sie alle heißen. Alle Disables oder alle Kamels oder alle Piffs oder alle Jans. Also dadurch, ja, ich bin jetzt schon über ein Jahr, glaube ich, hier. Und es macht immer noch super Spaß, mit den Leuten hier zu kämpfen und zu planen. Denn wir sind natürlich auch ein bisschen erfolgsverwöhnt, muss man sagen. Wir sind ein bisschen erfolgsverwöhnt, aber wir sind auch eine coole Truppe, finde ich. Also finde ich einfach mal. Und der Pfiff hier ist ein Rathaus 11er auf den Max Rathaus 12er hier. Das ist schon, das war mir unheimlich. Aber der Funnel hier, der war wirklich geil. Und die Masse, jetzt du willst ja die Masse an Bowlern vor allen Dingen hier in der Mitte haben und die Karre immer noch da. Also, und wir haben ja mitgefiebert hier. Wir haben mitgefiebert, denn hier musste der zweite Stern raus. Hier musste unbedingt der zweite Stern raus. Das war hier, also mehr Prozente hätten hier nicht gereicht. Hier musste der zweite Stern hin. Und ihr seht das, wir sind jetzt bei 40% und hier wussten wir eigentlich schon, ja, Rathaus fällt, jawohl, aber die 50% noch nicht. Und man hat schon oft genug gesehen, dass du irgendwo bei 45-49% rumeierst. Und dann wird es einfach nicht mehr, weil es geht einfach nicht mehr. Aber 47, immer noch ein bisschen was am Leben. Aber so viel ist es jetzt. Aber jetzt sind es 51. Damit war der zweite Stern hier drin. Und das war so ultra spannend. Denn das war wirklich kurz vor Schluss hier. Der Gegner hier ist auch hier Nummer 1, ist auch Army. Wie soll es auch anders sein? Hatte schon alles verballert. Wirklich alles verballert, hat auch nichts mehr geholt und der Warden hier holt jetzt auch nicht mehr viel. Der eine Heiler hier schafft es jetzt nicht mehr, den Warden hochzuheilen. Mal sehen, ich glaube, die Kanone schafft der Warden auch nicht mehr. Der schafft nicht mal mehr eine Kanone. Aber Zeit war auch um. 2 Sterne, 53% und damit Sieg. Ja, wir haben hier gewonnen. Dank dem Danny. Wir haben hier gewonnen. Dank dem Danny, kann man nicht anders sagen, denn seine Base hat hier oben gehalten mit 2 Sternen und ihr seht das, 86%. Das war auch richtig viel, aber hier oben der Gegner mit seiner One Army 3 Sterne auf unseren 1er und dann aber nur 2 Sterne auf unseren 2er. Ich meine, das lässt nicht wirklich hoffen, weil der Rest wurde auch gedreiert bei uns. Ihr seht das, es fehlen nur 2 Sterne, aber bei uns fehlt nur 1 Stern und das war wirklich richtig, richtig gut. Der Gegner hat uns das auch gezollt mit, Lucky, er stand irgendwas anderes da, aber er hatte irgendeinen netten Spruch da reingebracht, super Clankrieg oder sowas hat er geschrieben und ihr seht das, 409 gewonnene Kriege und das Log ist auch immer noch öffentlich, ist immer noch gut hier, auch wenn sie jetzt einmal verloren haben, ist das überwiegend grün. Unser Log, muss man dazu sagen, ist jetzt nach wie vor grün. Oh, wieso eiert jetzt die Uhr hier? Ich gehe mal raus. Ich gehe mal gerade raus. Dann eiert die Uhr hier nicht. Denn wir sind jetzt nach wie vor auf dem Superweg hier. Der eine rote, das war halt der während der Übernahme vor 33 Tagen. Danach haben wir auch wieder nur gewonnen. Also Hut ab hier. Fetten Daumen hier an den Clan. Super gemacht hier gegen eine Niederlage. Toll angekämpft. Wenn ihr auch schon gegen so eine Armee gespielt habt, dann hinterlasst mir das gerne in den Kommentaren unter diesem Video. Ich hoffe, das Ganze aus diesem Mix hier hat euch ein bisschen gefallen. Also 9, 10, 11. Mehr gibt es hier leider nicht. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Flasht.